Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, fast hätte ich gesagt. Herzlich willkommen, ihr lieben Liebenden. Ich weiß nicht, die ältere Generation von mir, die kennt natürlich, denke ich mal, diesen Spruch. Ich glaube, er kam früher aus einer netten Sendung, die abends etwas später im Fernsehen lief und die doch dann schon sehr erwachsenenbezogen war, so will ich das mal nennen. Aber nichtsdestotrotz, wir sind zurück hier in meinem normalen Dorf. Wir hatten ja ein Heimspiel, wie ihr aus dem Thumbnail schon entnehmen konntet. Und zwar haben wir gegen den Clan Frankenfighters gekämpft und haben 50-55 verloren. Es wundert mich, dass wir überhaupt 50 Sterne gemacht haben auf diesen Tag hier. War ja der sogenannte Vatertag und ich konnte ihn nicht wirklich feiern, da ich heute, beziehungsweise ich habe zurzeit generell sowieso Bereitschaft und die endet auch erst morgen Abend und hatte dann zudem heute auch noch einen 6-Stunden-Dienst, also konnte nicht wirklich an diesem Vatertag teilnehmen, mache ich aber auch normalerweise nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir gucken mal rein, die Frankenfighters haben wirklich gut angegriffen, muss man sagen, die RA11 sind hier richtig stabile Jungs und vor allen Dingen die RA10, denn die Bases hier von Max, von Mojo, von Hocke, Sir Armelot jetzt nicht, aber unsere drei Elfer hier wurden von 10ern gemacht und das ermöglicht natürlich Elfern etwas weiter runter zu gehen, um hier satte 3 Sterne zu holen. Also auch ich bin im letzten Angriff noch 3 Sterne geworden, Lukas, Fifo, Pascal und dementsprechend haben wir hier, ja, ich will mal sagen, verdient verloren. Wie immer gibt es auch im RH9-Bereich immer eine Base, oder es war jemand von den Frankenfighters da und sagte, Mensch, eure 16 ist eine echt gute Base. Und stimmt, aber diesmal war bei uns die 16 gut und hat lange gehalten, also viele RH9-Angriffe ausgehalten. Beim Gegner war es dafür die 18, ja, die dann aber auch noch ihre 3 Sterne kassiert hat, aber auch eine super Base hier von Martin. Und ja, ich bin dann immer so frei, gerade mit meinem RH9er-Account, gucke mir mal die Base an und baue mir die mal nach, ne? Und check die mal im nächsten CK, der dann hoffentlich nicht gegen die Frankenfighters ist, aber wir haben hier oben im oberen Bereich sind unsere 10er, ich ja auch nicht. Das muss ich ganz klar zugeben, nicht so stabil, dass man hier auf die 1, 2 oder 3 dann 2 Sterne holt. Und der Max hat hier oben auf dem Benny 3 Sterne geholt, da hat der Clan auch ein bisschen gezittert, aber ich denke mal, so wirklich in Gefahr waren die ganze Zeit nicht. Und gucken aber trotzdem mal rein. Ich kann leider keinen Angriff der Frankenfighters zeigen, die wirklich gut angegriffen haben. Dann müsste ich mich jetzt auf die andere Seite begeben und müsste die andere Seite zeigen. Ansonsten ja, macht das hier für diesen Kanal keinen Sinn. Aber wir gucken einfach mal rein. Und war aber wirklich ein schöner Clankrieg und genau das, was ich auch befürchtet hatte oder erwartet habe eigentlich, dass irgendjemand von uns rüber geht, oder es war dann aber ganz, ganz schnell von uns jemand da. Ich habe einen Clan aufgemacht und dann hat man sich kurz mal ausgetauscht. Das finde ich immer, das ist wirklich sportlich fair und nach wie vor ist es ja hier nur ein Spiel. Keiner geht einen irgendwie an die Wäsche oder so und deswegen ist das hier wirklich ein ganz entspannter CK dann vor allen Dingen, was natürlich auch so ein bisschen dazu gut kommt, die gleiche Zeitzone. Ja, man muss nicht spekulieren hier, wann greift der Gegner an, wie können wir weiter planen, weil so ein bisschen weiß man das dann. Alle haben auch, es haben auch sehr, sehr viele spät angegriffen. Liegt natürlich oder lag auch ein bisschen teilweise am Update, denn viele sind mit ihrem Bauarbeiterdorf beschäftigt. Und auch unsere ersten Angriffe kamen wirklich sehr zaghaft, sehr spät. Haben zu Anfang haben wir überhaupt keine Dreier hingekriegt, auch auf die RH9er erstmal nicht. Dafür hat man aber 2 Angriffe. Und der Magnethelm hier macht das schon ganz gut. Noch im nüchternen Zustand womöglich. Denn einige haben dann heute angegriffen von irgendwoher, wo sie gerade rumlagen in der Prärie. Und das, ja, manchmal hat man es auch gemerkt, aber ja, sind wir ehrlich. Das ist hier nach wie vor ein CK. Und
Wir sehen das dann auch nicht so super eng mehr. Ja, was macht der Thunder hier? Ich habe auch... Oh, der Thunder auf diese Base hier. Ah, okay, da hatte ich... Die habe ich noch gar nicht im Fokus gehabt hier. Mal schauen, wie er sich da schlägt. Also ich finde, wir haben uns eigentlich nur ganz gut geschlagen, aber oben, wie gesagt, gerade diese CKs, ich denke mal, das wird bei den Frankenfighters nicht anders sein, werden dann entschieden, wenn RH10 den RH11 den Rücken frei halten und auch andersrum die RH9 den RH10ern, sodass die RH10er viele Angriffe auf obere Bases haben und dann gewinnt sie die Klankriege. Sonst verlierst die, wenn hier wirklich 11-11 machen muss und 10-10 machen muss. Ach, das ist ganz, ganz schwierig. Und wir kämpfen, genau wie die Frankenfighters auch, sicherlich gegen starke Clans immer. Oder müssen immer gegen starke Clans ran. Und dementsprechend ist das Ergebnis auch eigentlich nie wirklich hoch und deutlich. Hier war es diesmal so, das ist gar keine Frage. Wir haben zwar mal kurz geführt, aber das war auch eher eine ganz bescheidene Führung, die einfach mal da war, weil die Angriffe vom Gegner noch nicht kamen. Und es waren aber zum Ende noch 4 Elfer Angriffe offen und da konnte man 1 und 1 zusammenzählen, dass die ganz, ganz locker unsere 10er noch 3 an. Ist einfach so, ich habe auch mal gesagt, ich kann auch meine Base hinstellen eigentlich, wie ich will. Das funktioniert einfach nicht. Diesen hier, liebe Frankenfighters, diese Base kenne ich hier. Das ist nämlich eine Base von einem meiner RH9er früher gewesen. Deswegen wusste ich auch in etwa, wie sie geht. Ich war mir natürlich nicht sicher, ob sie auch mit dieser Heldenkombi hier funktioniert, mit dem Alex. Aber ich denke mal, so schlecht mit 2024 bin ich da gar nicht bestückt. Im Moment geht es da halt sehr schleppend weiter. Ich muss sehr viel spielen, dadurch, dass ich ja mehr Accounte spiele und versuche immer mit denen so ein bisschen am Ball zu bleiben. Also da geht es eher schleppend hoch. Ne? Wann die Queen den nächsten Level macht, das weiß ich noch gar nicht. Aber so wie ich die Base hier gemacht habe, so wurde ich mit dem Avatar auch oftmals gedreiert und deswegen wusste ich wenigstens so ein bisschen so, ja, so geht die, so kannst du die machen. Und aber hier ist starke Helden in der Base, also 30er Queen und ich glaube 29er König war das oder so auf der Gegnerseite. Die sind dann auch für mich schon eine Nummer, wo ich dann auch immer nicht zusammenzucke, aber wo ich dann schon Respekt davor habe. Denn die Helden in der Mitte reißen doch schon was, aber hier tanken meine Golems noch ganz gut. Jetzt gehen sie zwar alle drauf und am Ende habe ich sogar noch ein bisschen Glück. Denn ich schaffe es gerade so mit meinen Loons hier hinten noch die Ecke zu packen mit dem Magierturm. Und habe jetzt noch eine ganze Masse an Loons dabei. Queen ist jetzt erst gestorben. Habe jetzt noch Einzelbeschuss. Und ich habe aber gar nicht mehr gesehen, dass es ja doch noch einiges an Loons war. Und die schaffen gerade noch so den Magierturm, ja. Gerade so Glück gehabt. Und so war das hier, denke ich mal, ein schöner 3-Stern. Ich habe die Base vom Avatar irgendwann mal umgebaut, weil die wurde mir zu häufig gedreisternt. Natürlich auch relativ hoch. Also als so zentraler Neuner hier, denke ich mal, kann der Oleg die Base hier ruhig behalten. Da wird sie sicherlich halten, außer jemand kennt die, sage ich mal. So, der Fips hat hier einen ganz besonderen Angriff hingelegt. So ähnlich hatte ich mir das auch vorgestellt. Ich hatte nur nicht ganz so viele Hawks dabei wie der Fips hier. Sondern ich habe mich für 5 Valkyren und glaube ich hatte 26 oder 28 Hawks dabei. Und er treibt das Ganze hier mal eben auf die Spitze mit einer Valkyre, Helden und dann 30 Hawks und ich glaube, er hat auch noch Hawks im Gepäck. Also dann sind 36 Hawks, die dann diese Base hier völlig tanklos rocken. Das ist natürlich schon wirklich eine ganz, ganz krasse Nummer, finde ich. Und aber gerade solche Bases hier, wo die Helden so nah am Rand sind mit der Clanburg, ist das eine durchaus denkbare Taktik, dass man hier wirklich mass Hawks in die Base reinschickt. Und solche Angriffe machen wir ja denn doch schon jetzt tatsächlich häufiger. Aber ja, es ist so, wenn du hier und da mal ein bisschen guckst, YouTube, Angriffsstrategien, RH9 und guckst dir das an, wie ich jetzt mal die Großen das so machen. Versuchst das mal nachzumachen. Hier sind ja echt noch viele Skellies hinter den Hawks her und er hat jetzt auch kein Gift mehr, sondern nur noch den einen Heil. Aber das reicht hier, die Doppelbombe reicht auch nicht mehr gegen Mass Hawks.
Das ist auch ganz krass da. Muss man sich vielleicht mal was anderes einfallen lassen? Ja, da kommt vielleicht dann an der Stelle diese Doppelbombe ins Spiel, deren Sinn ich noch nicht wirklich sehe, weil Loons interessiert die Doppelbombe nach wie vor nicht. Naja, die Doppelbombe, Entschuldigung. Die Doppelkanone ist es ja, die man sich mit dem Bauarbeiterdorf erspielen kann, wenn man das Bauarbeiterdorf auf 4 hat. Und ja, aber gegen solche Truppen hier, Hawks, Walküren, kann das durchaus, denke ich mal, Sinn machen. Aber schöner Angriff hier von Phipps, finde ich. Auf die Base hier, mit den Helden außen. Ja, mal geht das gut, mal nicht. Schreckt erstmal ab. Oh Gott, da hinten zwei Helden und dann Klarenburg auch noch. Da kommt ja richtig was raus. Aber ihr seht das selber. Auch, ich denke mal, auch die Frankenfighters, irgendeiner, ein, zwei, drei Leute, gucken laut meine Videos auch, wie man dann so eine Base eigentlich ja relativ gut drei Sternen kann. Und dann im oberen Bereich, ja, da haben wir schon ein bisschen schwierige getan. Ich glaube, das ist die letzte Dreier hier auf ein RH9. Ja, das war die stärkste RH9 Base hier. Danach kamen wir in ein, zwei Engineering-Geschichten. Aber auch diese Base hier, auch die kenne ich hier irgendwo her. Ich weiß nur nicht, irgendeiner hatte die mal bei uns. Und der Pascal ist hier, ja, vielleicht sieht er ja mein Video mal, zu meinem Leidwesen ein Erdbeben-Zauberbenutzer. Ich meine, klar, so kommt man immer ganz nett irgendwo in eine Base rein, wenn dann viel reinläuft, weil so viel läuft ja jetzt nicht rein, aber die Golems tanken dann ja doch ganz gut aus der Mitte und außen können erstmal die Truppen ganz nett spazieren gehen mit zwei Sprung, aber ist auch ein RH9. Ich habe auch im ersten Angriff, weil meine kamen ganz, ganz spät, habe ich einen RH9 gemacht und danach noch ein RH10 Engineering, aber auch nicht geschafft. Da war ich ein bisschen dusselig, was den Start angeht. Naja, hätte doch ein bisschen anders starten sollen. Aber man lernt ja nie aus und deswegen ist das trotzdem hier ein guter Dreier geworden. Und dann müssen halt unsere Zehner auch mal an die Neuner ran. Ja, im oberen Bereich muss ich selber mal gucken, hat der Jere hier, ah, okay, da hatten wir noch ein bisschen Pech, muss ich sagen, mit zwei, drei 99ern dabei oder 98er dabei. Und das war fast der identische Angriff von jemand anders, den er vorher, beziehungsweise den jemand anders vorher gemacht hat. Fast genau so, auch mit Bowlern und Hexen. Das ist die Kombi, die ich mir nach wie vor nicht traue, warum auch immer. Ich muss es einfach mal üben. Ich muss einfach jetzt mal bauen, einfach mal ein bisschen üben auf schwierige Bases, die ich hier beim Farm dann treffe. Und im Moment habe ich nur harte Farmarmee am Start, weil ich jetzt auch so in die letzten Gebäude komme, die ich maxen kann als RH10 und will mich dann ganz den Mauern hingeben und natürlich noch meinen Truppen. Also die werden noch etliche Wochen brauchen, meine Truppen. Die Base wird von der Def her auch hier im RH10 Bereich selbst mit nur 4 Bauarbeitern, die ich ja nur benutze, viel, viel schneller werden als meine Helden, beziehungsweise meine Helden sind ja fertig als meine Truppen. Und deswegen habe ich noch ordentlich Zeit, um hier meine Base durchzumaxen und schöne CKs mitzuspielen. Ja, dann gucken wir uns den von Maste einmal auf die Nummer 6 an. Ich glaube, da war der, ich hoffe, er sieht es mir nicht nach. Ich glaube, er war schon Knülle. Oder war noch nicht Knülle, keine Ahnung. Nee, hier war er, glaube ich, noch nicht. Doch, hier war er noch gerade so zu Gang, hat er geschrieben. Mehr ging nicht, hat er gesagt. Mehr als die 6 war nicht möglich. Ist auch nicht schlimm. Wir müssen einfach dahin kommen, so wie die Frankenfighters, dass wir mit den RH10ern, die RH11er, mindestens 2 Sterne, damit, wie gesagt, der Rücken für die RH11er frei ist und gestärkt ist, auf RH10er zu gehen und auch Dreier zu machen. Wir haben nur auch ein paar Max RH11 dabei. Also wir haben Max als RH11 dabei, ja. Und wir haben noch ein paar andere Max RH11. Wieder ein komisches Wortspiel. Aber cooler Angriff hier, muss ich sagen. Ja, nach wie vor. Ich sehe es jetzt auch wieder, bis auf den Borden habe ich ja die gleichen Truppen. Außer, ja gut, der Master hat jetzt hier die Hexen natürlich schon auf 3 und auch die Bowler auf 3. Das ist dann auch nochmal ein netter Vorteil, was so ein Elfer gegenüber so ein Zehner hat. Und dann ist das hier schon fast ein Overkill. So, ich höre gerade draußen, das hört ihr jetzt nicht, weil mein Mikro das rausfehlt hat, die letzten
angeblichen Väter, ja, sind ja gar keine Väter, die heute losgezogen sind, sondern sind ja alles halbstarke, Halbkids, die sich so richtig die Rübe vollsaufen, warum auch immer. Ich meine, das machen wir auch mal. Aber warum das ausgerechnet am Sonntag überhaupt nicht die Väter machen, nur so ein paar, weiß ich auch nicht. So, letzter Angriff hier, bevor wir mal kurz nochmal in mein Dorf reinschneiden. Vom Masti her, vom Max auf die Nummer 3, 11 auf 11, mit Warden, mit Adler, allen drum und dran. Schöne Base hier, auch vom Design her, muss ich sagen, würde ich mich niemals dran trauen, so dann anzugreifen. Es ist nach wie vor wirklich krass. Ich habe immer noch so ein bisschen Respekt vor diesen Infernos hier. Und denke immer, boah, wenn du ein Inferno hier nicht packst, dann ist das ganze Spiel gelaufen. Ist es ja auch manchmal. Aber da muss ich wahrscheinlich so ein bisschen mein Schiss irgendwie einfach mal ablegen und mal sagen, komm, hau mal richtig rauf hier in die Kacke. Nicht umsonst habe ich eigentlich relativ schnell zugesehen, dass meine Truppen hier RH-Max werden, also meine Helden. Und mit denen will ich ja auch was reißen. Auch meine Truppen sind, denke ich mal, mittlerweile gut. Und nur meine Taktik, die lässt noch zu wünschen übrig. Ja, zurück in meinem Dorf hier. Gibt auch ein kleines Dorf-Update. Ich habe nämlich sage und schreibe eine Mauer gemacht. Und wir machen gleich noch eine zweite Mauer. Aber ich würde erstmal sagen, wir leeren mal kurz die Treasury hier, bevor die überläuft. Und stellen fest, dass ich 7 Millionen Gold habe. Damit kann ich, also ich habe hier jetzt noch einen Bombentower und möchte ungern jetzt den zweiten auch schon anfangen. Der kostet nämlich 7 Millionen. Hier hinten läuft meine letzte Kanone auf Max Level für RH10 und mir wird schon vorgeschlagen, macht doch die Spring Traps, also die Sprungfallen, die Suchminen oder die Giant Bombs. Das mache ich nicht, weil ich einen Langläufer brauche. Und der Langläufer wird, denke ich mal, sein. Jetzt gucke ich mal, hier steht eigentlich die Queen. Da ist der Feger. Ich denke mal, wir machen den Feger. 9 Tage, auf geht's, Feger zu Max Level. Und weil wir schon dabei sind und natürlich noch einen Bob frei haben, Labor läuft auch noch 2 Tage, können wir hier hinten an dem Stück die Mauern weitermachen. 3 Mille, das können wir uns locker erlauben. 125.000 Dunkles hier in der im dunklen Elex-Sammler und ich weiß noch nicht, was ich danach mache. Also ich kann natürlich jetzt irgendeine dunkle Truppe machen oder einen dunklen Zauber machen, weiß ich noch nicht. Vielleicht wird es auch hier hinten was, irgendwo muss hier auch mal was weitergemacht werden. Und die beiden hier ganz links, die kommen ganz, ganz zum Schluss, die brauche ich echt nicht. Und aber vielleicht wird es mal der Päcker oder vielleicht der Miner. Mal schauen. Irgendwas lasse ich mir da schon einfallen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen hier. Mal wieder aus dem Originaldorf Clash of Clans hier. In der Woche wird es sicherlich... in der Woche. Wir haben ja erst Donnerstag. Mensch, Leute. Eben war ich schon so verpeilt und wollte einen Clankrieg starten, weil ich gedacht habe, wir brauchen noch ein paar Grüne. Aber ist ja Donnerstag und Donnerstag haben wir CK-Pause. Das heißt, wir starten freitags erst wieder. Und am Wochenende werde ich auch wieder ein bisschen mit euch streamen. Da könnt ihr sicher sein. Ist noch keine Ankündigung, aber ich habe Bock. Und euch noch wieder ein bisschen was zu zeigen aus meinem Clash of Clans Leben. Und würde sagen, hat es euch gefallen, Daumen nach oben da lassen. Und dann sehen wir uns, wenn der Tote wieder clasht.